Yes, I consider myself a nerd. So, das Beste haben wir nicht auf Band, den guten Nerd-Rage von Cindy gerade über den klassischen Hass eines jeden Comic-Sammlers über unkomplette Nummerierungen bei Trades im Regal. Habt ihr jetzt leider verpasst. Ich kann es mal kurz zusammenfassen, aber wahrscheinlich nicht mehr so viel. Das ist dann, also sowas stellt man nicht nach, das ist dann witzlos. Nee, aber ich erzähl's, weil jeder kennt ja das Problem. Ja. Ist das Stichwort. Turtles ist das Stichwort, wir kommen da vielleicht gleich noch zu. Trotzdem, erstmal herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Ja. Unserer, wie gesagt, hier kleinen Videocast, Comic, Show, wie auch immer wir das nennen, wir sind immer noch nicht einig, auch nach dem letzten Mal immer noch auch geeinigt. Wir sind jetzt so gleich, okay, es ist, müsste mittlerweile Ausgabe 21 sein. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr so ganz grün hinter den Ohren und dann werden immer noch keine. Ich sehe uns bei unserer 100. Sendung hier sitzen. Sendung 99, was machen wir? Das ist ungefähr genauso ehrlich, wie wenn du sagst, du überlegst bei den Simpsons vor der 200 auszusteigen. Ich habe nicht gesagt vor den 200, ich sagte nach den 200. Genauso wie bei Star Wars. Ich bin vollkommen überrascht, die Star Wars Storyline aus Star Wars 100 ist wirklich bei dir jetzt... Ist gut. Es kommen jetzt diese Jahresendpolls raus und ich habe mehrere so Comic-Endjahres-Dinger gesehen, da wo die unter beste Storyline auftauchen. Ja, aber wahrscheinlich da ist die Blume im Gras da irgendwie. Also Wir sehen ja vor, die waren so... News haben sich nicht so wirklich... Kurzfristig nicht, nein. Das hat sich nicht viel geändert. Relativ wenig Abstand. Weil die Sendungen sind jetzt quasi back-to-back. Das heißt, wir hatten jetzt keinen Puffer, irgendwas zu erleben, aber bei den nächsten... Wir haben nichts erlebt. Das ist halt so. Aber wir gehen, also das hier wird hoffentlich dann eine kürzere Ausgabe, straight, nur Comic Reviews. Ja. Und schläge ich doch auch nicht raus. Bin ich wahnsinnig. Und deswegen fangen wir auch einfach direkt an. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles zum Verstand. Genau. Du? Ich fange an. Ich fange diesmal an. Oh ja, jetzt fängt er aber an. Ja, und wenn er einmal angefangen hat. Das ist ja die Nerd Rage. Und zwar mache ich jetzt die Turtles, nicht ohne vorher die Transformers zu erwähnen. Weil ich das eher mache. Diese Nummer wurde mittlerweile bei uns auf der Facebook-Seite verlost. Die Gelegenheit möchte ich halt ergreifen, dass diesmal auch... Hast du das jetzt zweimal? Ja, deswegen, mein Freund. Jede Sendung jetzt mittlerweile eine Verlosung, und zwar verlose ich hiermit dieses exzellente Heft der laufenden Teenage Mutant Ninja Turtles Serie. 15. Das ist die Nummer 15. Derjenige, der uns irgendwo auf Blog, per E-Mail, Facebook-Seite, YouTube-Kommentare, Kawabunga hinschreibt, nimmt an einer Verlosung, also ich picke also aus einem Tombola-Gedöns, beziehungsweise ich bin ehrlich, ich schreibe mir die Namen auf und ziehe Gügelchen, beziehungsweise mache einen Würfelwurf, der hat die Chance auf jeden Fall dieses Heft zu gewinnen. Einfach bitte Kawabunga bei uns auf irgendeiner Plattform posten. Und dann auch danach chatten, genau. Für die Nachrichten, die News, die wird dann entweder im Blog oder bei uns auf der Facebook-Seite wird der Gewinner eben vom Transformers-Heft, so wie von dieser Turtles-Ausgabe. Im Blog, wir sagen das jetzt mal, im Blog wird es gemacht. So, da und nicht anders, Punkt um. Aber jetzt zur ersten Review. Das ist ein ziemlicher Packen. Ja, aber ich grenze das ein. Und zwar, Mann, Alter, wieso zweifelst du immer an mir? Ich habe mich schon oft genug gehört. Ich habe schon ziemlich. Also, ich möchte diese beiden Hefte mal vorstellen. Das ist auch Teil meiner Nerd Rage, irgendwie sollte es sein. Und zwar sind es Nachdrucke, also Eastman & Laird's Teenage Mutant Ninja Comics. Die sind koloriert. Das ist bei IDW halt nach... Im Gegensatz zu den Originalen sind das kolorierte Hefte. Also es ist die Originalserie von 19 Schieß mich tot. Genau. Also in 80er ursprünglich halt als schwarz-weißer Indie-Comic erschienen, wird jetzt bei IDW neu aufgelegt, parallel zu eben dieser neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Serie. Es gibt mittlerweile 1000 Serien, die am Laufen sind, vor allem im Trade-Bereich. Diese Micro-Series auf jeden Fall als Hefte. Genau, als Hefte. Dann im Trade-Bereich haben die sowieso Klassik. Ich habe den Überblick so verloren. Er kauft einfach alles. Sofern ich dazu komme, sofern das Geld reicht. Die möchte ich den Leuten ans Herz legen, sind sehr gute Klassikausgaben. Ich werde jetzt inhaltlich nicht drauf eingehen, weil ich mir auf jeden Fall erstmal die vorherigen Bände besorgen will. Und das Besondere an diesen Bänden, die sind auch schon auf Deutsch erschienen. In den frühen 90ern gab es die als
ich meine vom EHPA oder Conover, ich nehme eher zu EHPA sind erschienen. Das waren so silberne Alben, also tatsächlich als silberne Ausgaben. Auch sehr schön gemacht, waren seinerzeit günstig zu bekommen und geistern auch sehr günstig bei eBay herum, weil keiner weiß, dass es die jemals gab. Also ich glaube, ich muss ja sagen, der Reiz für mich wäre dann eher, ich bin ehrlich, die Zeichnungen gefallen mir persönlich jetzt nicht mehr so gut. Die finde ich mega stark. Die sind nicht schlecht, die haben was, aber das ist jetzt nicht so mein Stil. Aber das ist halt einfach mal interessant zu sehen, wo kommt die ganze Show her. Ist halt ursprünglich ein Indie-Comic, ein gutes. Und das merkt man den ganzen halt auch an, diesen frühen Zeichnungen. Die Kolorierung, kann man sich drüber streiten, ob es nicht eine bessere oder nicht eine schlechtere gab. Aber ich nein, also es geht mir eher, weil was ich jetzt eher sagen wollte, ich wollte gar nicht die Qualität der Serie irgendwie beurteilen oder sagen, dass die Serie nicht so gut ist. Ich finde es einfach interessant, das ist das, wo die Turtles herkommen. Das ist der Ursprung. Keine Cartoonie. Jetzt nicht in koloriert, okay, also wenn man jetzt ganz puristisch sein will, muss man sich die Schwarz-Weiß-Ausgaben besorgen. Aber das ist das, wo dieses Riesen-Franchise, das die Turtles ja mittlerweile sind, das ist es, was hier kommt. Und das finde ich einfach interessant, mir das mal anzugucken. Dass man die Chance auch hat, das zu holen. Und für einen, sag ich mal, übersichtlichen Preis von 4 Euro dann halt im Monat, muss man schon sagen. Ja, man muss sich ja nicht mal alle holen. Die Color Classics, da gebe ich jetzt mal keine Sternchenbewertung ein, weil ich das erst machen will, nachdem ich mich da eingelesen habe und eventuell verpasste Ausgaben nachgestellt habe. Aber es sei den Leuten wärmstens ans Herz gelegt, ihr macht damit bestimmt keine Fehler. Wenn ich die deutschen Ausgaben, die ich habe, beurteilen müsste, würde ich auch eine lockere 4 geben. Das heißt, wenn man Turtles-Fan ist und auch so einen Hang zu Indie-Comics hat, macht man halt nichts falsch. Aber was ich reviewen möchte, beziehungsweise vorstellen und beurteilen will, ist halt die laufende neue Serie. Also zwei Hälften. Ich sehe ja in den vergangenen Ausgaben auch schon mal die ein Trade. Oder auch durchaus, haben ja schon die ersten vier Hälfte. Hälfte. Habe ich auch so vorgestellt, aber dann hatten wir halt diese klaffende Lücke. Und es ist eine verdammt gute Serie. Auch im Hinblick auf einen Zuschauer hat uns auch mal angeschrieben, hier CD, beziehungsweise habt ihr überhaupt die neue Turtles-Serie gesehen? Habe ich neulich tatsächlich mal geschafft, schaffe ich leider nicht regelmäßig. Also diese Animated-Serie. Genau, diese aktuelle Comic-Action. Genau, die beworben wurde. Und es ist eine verdammt gute Serie. Für mich als Oldschool-Fan, der einzige Wermutstropfen, die ist animiert, im Sinne von computergerendert. Aber hochwertig. So wie die Star Wars. Genau, Clone Wars, eben wirklich so ein ähnlicher Stil. Aber womit sie mich gekriegt haben, waren, die haben so Flashbacks gemacht über Ancient Asia, China, was auch immer. So eine Retrospektive so über Splinter, genau, und die gab es auch in den Comics, hatten wir doch in dem einen Micro-Series. Genau, stimmt. Da gab es das. Aber das Besondere war, die Serie ist an sich animiert gehalten, eben wie du schon sagtest, hier die Clone Wars Saga, also bei Star Wars. Aber diese Retrospektive haben die einen zuckersüßen Zeichentrickstil gemacht. Fand ich geil. Ich bin abgegangen. Das war so eine Serie, wo die auch zusammen hier so einen Riesengegner vertrimmt haben. Also eine absurde Hintergrundgeschichte. Fand ich sehr gut. Ich wünschte, ich könnte es oft öfter sehen, sobald die auf DVD rauskommt. Und das hoffe ich. Greife ich und schlage ich zu. Ähnlich exzellent ist halt wirklich die Comicserie, die gerade am Laufen ist. Es würde gerade zu weit führen, die Einschränkungen, die ich mache. Die Zeichnung finde ich stark, also muss man mögen, also ich finde sie gut, also nichts Überragendes, aber trägt die Story und trägt zu diesem Action-Charakter bei. Die Zeichnung jetzt. Ja, auf jeden Fall. Die finde ich durchaus solide, so ein modernerer Stil. Die kämpfen jetzt gegen auch so ein versuchtes, also in diesen beiden Heften geht es um einen Kampf, ich meine, früher hieß der Talker, ich bin mir nicht sicher, über auch so eine mutierte Schildkröte, aber so eine Schnappschildkröte, ein richtig fieser Hoshi, gegen den die zu viert antreten und ist halt so auch so eine Übergangs-Backup-Nummer, wo Charaktere halt untermauert werden. Sehr schön gelingt das denen. Die machen halt gegen den Kampf, treten als Team gegen diese Figur an. Im Hintergrund werden auch andere Storylines weitergestrickt, sprich Splinter, sprich Shredder, Krang, sprich Krang. Das Krang-Redesign gefällt mir richtig. In der Hinterhand. Und auch die Backup-Story mit Baxter Stockman, der zusammen mit Krang arbeitet. In dem Fall ist halt Baxter Stockman ein Farbiger, haben die vollkommen neu interpretiert. Sehr gut gemacht, fand ich am Anfang gewöhnungsbedürftig. Auf jeden Fall, die Charakter werden dadurch vertieft in den Kampf gegen dieses Vieh. Das Vieh, um es vorwegzunehmen,
das überwinden die, weiß man aber auch schon, wenn die gegen, es ist kein Endgegner. In dem Sinne, es ist halt ein etwas komplizierter Gegner, den sie halt nur überwinden können, indem sie sich zusammenschließen. Und in der Art und Weise, wie sie den Gegner überwunden haben, kommt es wieder zum Split in diesem Team und die einzelnen Figuren der Turtles werden halt wieder sehr intensiv beleuchtet, soweit es halt eben geht für synthetische Kröten. Einziger Wermutstropfen, in der Serie wurde ein neuer Charakter eingeführt, der also auch am Ende der beiden Geschichten mehr zum Tragen kommt. Ich möchte da nicht so großartig spoilern. Den Charakter finde ich nicht so stark, als dass er das machen sollte, aber ich möchte halt nicht meckern, es ist mal was Neues, mal abwarten, wie es eben gibt. Es ist eine sehr gute Serie. Ich sage mal, ich stehe zwischen der 3 und 4 bei diesen Ausgaben, weil das eben so Zwischenausgaben sind, sehr gute Studien. Also die einfach nicht wichtig genug sind. Die wichtig genug sind, um zu lesen. Das heißt, ich gebe eine sehr gute 3, würde fast eine 4 geben, aber gebe in dem Fall eine sehr gute 3 und übergebe den Fackelstab an den Malte, der mit seinen Reviews weitermachen kann. Ja. So, wir steigen, also für mich ist diese Ausgabe mehr oder weniger, habe mir so vorgenommen, ich bringe mal 3 der neuen Marvel Now Serien unter. Und wir fangen an mit Uncanny Avengers 2. Im letzten Mal, in der etwas kürzeren Episode, habe ich ja die Nummer 1, die ich mir auf der Comicmesse gekauft habe, vorgestellt und war, glaube ich, habe eine relativ positive Review darüber losgelassen. Und das muss ich bis zu einem gewissen Teil jetzt revidieren. Ich habe das zweite Heft hat mir nicht annähernd so gut gefallen. Das war jetzt auch kein Totalausfall. Erstmal, es geht los mit einem extrem starken Cover. Geiler Sentence Look mit dem Red Skull. Wie gesagt, nochmal kurz zur Einleitung. Quasi nachdem sich in Avengers vs. X-Men Mutanten und Rächer ja bekriegt haben, kommt Captain America auf die großartige Propaganda-Idee, er hat ja von sonst nichts Ahnung als von Propaganda, das ist ja ein einziges Propaganda-Werkzeug. Die Menschheit muss den Glauben an die Mutanten wieder gewinnen, also machen wir so eine Art Mischteam zwischen Rächern und Mutanten. Und eben hier, wie heißt er? X-Men. Der Bruder von Cyclops, Haymock, soll quasi der Anführer werden, direkt um so ein Statement zu setzen, obwohl das der Bruder von demjenigen ist, der gerade als, was ist jetzt übrigens ein Avengers vs. X-Men Spoiler, als massenvernichtender böser Mutant quasi gerade im Knast sitzt. Eieiei. So, Problem der Ausgabe ist, man erfährt mehr über die Motivation von Red Skull, der quasi ein zweites Genosha hervorrufen will, was damals dieses Ereignis war, als die Scarlet Witch gesagt hat, no more mutants, und quasi die Mutantenbevölkerung mal eben auf 200 runtergebrochen hat. Und das will er jetzt halt wieder machen, weil es gibt ja jetzt langsam wieder neue Mutanten. Und da hat der Red Skull halt was gegen. Mein Hauptproblem... Geil, gerade weil man aus wie der aus den Turtles, ey. Mein Hauptproblem war eher, dass ich auf der einen Seite die Handlung nicht so richtig gekriegt hat. Also der Red Skull will jetzt halt die Scarlet Witch dazu benutzen, wieder alle Mutanten auszurotten. Dann hat sich jetzt quasi eben so die Mutanten als böses Ziel ausgesucht. Und der Clou ist jetzt halt, der hat halt Xaviers Gehirn, ich glaube, gegessen. Oh. Auf jeden Fall hat er Xavier exhumiert, das Gehirn rausgenommen und hat jetzt die Psy-Kräfte von Xavier. Mein Hauptproblem ist einfach, dass die Zeichnung. Ich hatte ja beim letzten Mal noch John Cassidy gelobt, der hatte ja, nachdem er ursprünglich mal einer der gefeiertsten Zeichner so um 2000 rum war, so ein bisschen so einen Abschwung gekriegt, hat auch nur noch Cover gemacht, davon teilweise noch schlechte. Aber hier ist es nicht wirklich durchgehend kacke, aber es sind einfach zu viele Panel dabei, die ich schlecht fand, im Gegensatz zu Panels, die ich stark fand. Es sind immer noch einige dabei, die richtig als gut herausstechen, aber zu oft merkt man einfach, da musste anscheinend wegen der Deadline geschludert werden, da fehlt der Detailgrad, da gehen ein paar Gesichter außen, also weiß ich nicht, wenn du dir sowas anguckst, ne, das ist ein entgleistes Gesicht und so. Das sind Kleinigkeiten, also es ist jetzt immer noch nicht so, dass ich sagen würde, es ist richtig schlecht, aber es ist auch eben nicht mehr so gut wie die ersten. Das passt auch nicht zum Körper fast. Und ich muss halt sagen, ich habe mir jetzt ein paar mehr Marvel Now Nummer 1er geholt, als ich eigentlich lesen will, und hatte gedacht, ich sortiere so im Außen, gerade steht Uncanny Avengers ganz oben auf der Streichliste. Ich würde dem Heft gerne, wie gesagt, wir machen ja keine halben Nummern, ich würde sagen, es ist eine 2 mit der Tendenz zu 3. Also es hat mir nicht wirklich gut gefallen, und ich denke, die Serie wird gekickt.
Vor allem, weil jetzt die Avengers, also die richtige Avengers-Serie halt noch kommt und die jetzt schon ziemlich gute Kritiken kriegt und die will ich auch noch ausprobieren. War leider der Trend der Nummer 1 nicht bestätigt. Röhr, Godzilla Time steht wieder an. Reiche die Nummern 6 und 7 nach gerade im preußischen Stil. Lustigerweise mit zwei verschiedenen Zeichenstilen. Wir haben einmal, kannst du mal gucken in deiner Ausgabe, das ist die 6 bei Malte, bei mir ist es die 7. Der Artist ist bei mir Simon Gane. Hier Dave Wachtburg. Und Simon Gane ist eigentlich der, den ich hier in den Händen halte. Ich mach's mal hier zum Vergleich. Ist eigentlich der Haus- und Hofzeichner der aktuellen Serie. Wo ist der Fill-in. Der Fill-in-Mensch für eine Ausgabe, lustigerweise. Aber es kann sein, dass er ein paar von diesen Legends-Ausgaben gemacht hat. Ist in der 6 vorhanden. Und ich muss sagen, ja, am Anfang fand ich diesen Zeichenstil der regulären Serie ja sehr gewöhnungsbedürftig. Aber als ich das hier gesehen habe, habe ich sie doch ein bisschen vermisst und war dann froh, als es dann weiterging. Also man muss sagen, ne, der Zeichenstil mag zwar nicht jeder, also der polarisiert halt. Ne? Ist halt vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber er hat zumindest so einen eigenen Charakter. Genau. Und das, den hat man doch jetzt mittlerweile. Den hat man mittlerweile lieb gewonnen. Und es ist eine Serie, die ist beileibe nicht hochintellektuell. Wie könnte sie auch, wenn im Zentrum ein riesiges Gummimonster eigentlich steht? Dr. Metrozilla. Dr. Metrozilla. Über Atomphysik. Genau. Über Mothra und hast du nicht gesehen. Also momentan steht Godzilla aktiv Mothra gegenüber, also diese Motte, dieser Flieger, dieser Schmetterling, was auch immer, der von diesen zwei mystischen Zwillingen beschworen wird, würde ad absurdum gehen, wenn ich jetzt auf diese mystischen Charaktere eingehe. Eigentlich die Haupthelden der Geschichte sind Jason Statham. Also wer eine Serie lesen will, der Jason Statham die Hauptrolle hat und gegen Godzilla kämpft, der ist hier goldrichtig aufgehoben. Es ist ein Rip-Off. Schlimmer geht's gar nicht, der müsste den eigentlich den Arsch wegklagen, so eindeutig ist das Ganze hier. Der Hauptstoryline, der ist halt mit seinen Kopfgeldjägern hinter diesen Urgigant hinterher, die nicht nur aus Godzilla bestehen. Der Malte hat es auch bis zu einer gewissen Nummer gelesen und weiß, da also ist nicht viel weitergekommen. Nee, wird halt sehr langsam noch erzählt. Es gibt so eine Hintergrundgeschichte, in der böse Wissenschaftler wie immer also auf so einer Insel die Monster quasi sammeln. Fangen und irgendwie und für oben was nicht so ganz klar ist, ob sie die vermehren wollen, ob einen Freizeitpark drauf machen wollen, ob Jurassic Park unterbrochen, man weiß es nicht, Jurassic Park kommt jetzt in 3D ins Kino. Ganz interessant. Was ich eben fast erwähnen wollte, aber das ist man hier ja gewohnt, Wolverine ist ja jetzt auch beschlossene Sache, der ja die Origin irgendwie gegeben soll. Natürlich auch mit Hugh Jackman leider. Aber gab es die Origin? War nicht der letzte schon die Origin? Nee, nicht so. Also das ist eher die Origin im Sinne von hier mit der Japan-Geschichte. Wollte ich nur so erwähnen. Das hört sich nicht schlecht an. Aber Hugh Jackman gibt doch schon so ein Poser-Foto von Hugh Jackman, wie er so mega trainiert und so mega Foto geschotoshoppt Muskeln. Ja, also das ist mein, also abgeschrieben. Die Serie macht Spaß. Ist eine sehr basale, einfache Serie. Im Durchschnitt für Gelegenheitsleser halt auch gut, weil sie eben diese einfache Kopfgeldjäger-Storyline im Vordergrund hat und mit so ein bisschen dem Zeug im Hintergrund hat. Ist so ein bisschen wild. Gags zuhauf sind halt vorhanden, sprechen irgendwie alle möglichen Sachen an. Macht einfach Spaß. Man muss halt auch die vorhergehende Nummer nicht haben. Einfach mal die 3,99 investieren. Der Einstieg wird bei keiner Nummer schwer fallen, ist eine ongoing series, muss ich sagen, und ich gebe dem Ganzen eine 3. Also eine glatte 3, weder Tendenz nach oben, weder nach unten, ist eine vergnügliche Serie, an der man sich nicht festhangeln muss, ab und zu mal eine Nummer kaufen, das ist es zur laufenden Godzilla-Serie. Captain America. Auch, wie gesagt, wieder eine Marvel Now Nummer 1, nämlich die neue Captain America Serie von Rick Remender und John Romita Jr. Ja, also erstmal, man muss ja sagen, vielleicht zur Einleitung, wer bisher Captain America gelesen hat, hat ja relativ wahrscheinlich, oder viele, die das jetzt hier gucken und und irgendwie mal ein Captain America Heft in der Hand hatten, die Chance ist hoch, dass dieses Captain America Heft von Ed Brubaker geschrieben war, weil der hat, glaube ich, die letzten 8 Jahre länger Captain America geschrieben und deswegen kein Fehler sein muss, ne? Überhaupt nicht, und das hat es gut gemacht, aber und hat natürlich den Charakter dementsprechend extrem geprägt, und das waren immer sehr so Spionage-Thriller
Storylines, einen relativ realistischen Touch, Captain America schon fast eher so als Agent, fliegende Autos, Geheimagent, Doppelagentenbetrug und so. Und das hier ist absolut ganz anders. Was meiner Meinung nach ein relativ kluger Zug ist, wenn man jetzt nach so einer Zeit einen Charakter von einem so hochgelobten Auto übernimmt, der die Figur so geprägt hat, dann sollte man nicht versuchen, das zu kopieren, sondern man soll es irgendwie anders machen. Das ist jetzt hier eher wieder klassischer Captain America, bisschen pulpy, es geht halt los mit, nachdem es einen kurzen Flashback auf Captain Americas Kindheit gibt, die zeigt, dass sein Vater halt ein Arsch war und seine Mutter aber eine sehr stolze und aufrechte Frau war. Gibt es halt direkt einen Sprung zu direkt was komplett abgedrehten. Es gibt den Green Skull, also ein vom Red Skull inspirierter Öko-Verbrecher, der irgendwie die mit so einer komischen Bombe ganz New York renaturalisieren. Dankeschön. Bitte. Möchte und hat so Knarren hat, wo einem dann plötzlich Wurzeln und Äste aus einem rauswachsen und der will gerade dieses so, Flugzeug die eben. Männliche Poison Ivy. Ja, ein bisschen. Der will also quasi gerade dieses Flugzeug auf New York stürzen und Cap sitzt mittendrin, also es gibt auch gar keine Einleitung, Cap sitzt mittendrin und kämpft gegen den. Und dann gibt es eine kurze Zwischensequenz, wo Captain America, wo man sieht, dass er auch in dieser Storyline, also jetzt immer noch mit Sharon Carter irgendwie verbündet ist. Da gibt es ganz witzige Dialoge zwischen den beiden, wo sie viele Anspielungen haben auf Caps Alter und seinen Geburtstag und eben diese Liebesaffäre, die haben. Und sie gehen aber natürlich quasi direkt zur nächsten Aktion. Captain America sagt so, ich nehme das hier in die Hand, nur einer kann auch in so eine mysteriöse U-Bahn einsteigen. Und schwuppdiwupp noch im ersten Heft landet Captain America in Dimension Z. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so Marvel-fit, dass ich jetzt so viel zu Dimension Z sagen könnte, aber es ist irgendeine böse Dimension, ganz woanders. Captain America ist mittendrin und wird von den Leuten sediert. Die wollen seinen Supersoldaten, also Arnim Zola, den man vielleicht kennt, der ein bisschen aussieht, falls Leute Turtles kennen, Krang. Auch wieder. Also jemand mit so einem Gesicht, Roboter mit Gesicht im Bauch. Interessant. Der will Captain America irgendwie das Supersoldatenserum extrahieren, weil irgendwie ja jeder. Cap bricht aus, rettet dabei noch so ein Baby, was mehr oder weniger so fast so eine Art Klon von ihm ist oder zumindest irgendwie mit seinen Kräften behandelt werden sollte. Bricht aus und findet sich aber dann halt dummerweise nach einer kurzen Action-Verfolgungsjagd halt relativ verloren in dieser Dimension Z halt wieder. Das erinnert mich an das Einzige, was ich über Captain America gelesen habe, war diese 90er Jahre Nomad Storyline, die ich sehr stark fand, aber ja. Ist auch um Nomad, also hier Bucky, dem quasi jugendlichen Gehilfen von Captain America, wie auch immer das interpretiert wurde, ist ja auch gemacht worden und der hatte auch immer so ein kleines Kind im Schlepptau, was auch hier so eine Anlehnung, auch eine Hommage ist an entweder hier Lone Wolf and Cub, aber auch, ist Lone Wolf and Cub so alt schon? Aber auch, ich denke schon. Ich meine schon. Es ist ja auch eine Adaption einer klassischen japanischen Legende. Aber auch hier an den klassischen Western. Ich meine, der war auch mit John Wayne, wo sie das Kind da durch die Wüste schleppen mussten. Auch ein sehr, sehr starker Western. Ja. Eigentlich peinlich, dass ich den Namen nicht kenne. Kann ich nur empfehlen. Neulich habe ich mir auch wieder die vier Söhne der KTA da reingezogen. Sehr gut. Das ist ja der, wonach Four Brothers mit Margot Robbie angelehnt ist. Also, ja, genau. Also, da war also gut, hoffe, also kann sagen wir, also bis jetzt hier, das ist so ein Mittelding. Ich fand das ja viel Spaß gemacht. Ich bin allerdings auch John Romita Jr. Fan. Der hat gute Zeichnung. Er hat wenig, bei dem ist ja auch immer so eine Sache, der ist sehr der schwankt immer. Mhm. Das ist nie so eine richtig konstante Leistung. Vor allem nicht bei monatlichen Serien, wo er halt irgendwie Deadlines hat, bei aber es ist größtenteils gut. Es gibt ein oder zwei Panels, die sind nicht so gut, aber mir gefällt die Kolorierung sehr gut. Und insgesamt macht Romita auch einen guten Job. Und außerdem ist es halt, wie gesagt, einfach eine spaßige Cap-Storyline. Ich denke mal, der erste Arc wird jetzt halt daraus bestehen, wie Cap wieder aus dieser Dimension flüchtet. Mhm. Ist jetzt ganz nett. Aber noch bin ich nicht so überzeugt, dass ich komplett sage, da bleibe ich bei. Da warte ich die nächsten Aufgaben ab. Eine solide 3. Gute Unterhaltung. Wie gesagt, wer Bock auf eine neue Captain America Serie hat und einfach auf so, sagen wir mal, ein bisschen stumpf ist jetzt irgendwie falsch, lockerere Action ohne groß viel Spionage-Hintergrund oder so, ist hiermit, glaube ich, ganz gut gedient. Ja, auf jeden Fall. Cool. Also was hatte ich gesagt? 3 von 4. Ne?
So. Hier, der Gerät. Auch hier ist es wieder so, wir hatten es auch in der letzten Ausgabe schon erwähnt, aber es ist einfach, wir haben Unmengen an Comics zu bewältigen und wollten euch keine dreistündigen Sendungen zumuten. Nicht, dass wir nicht so lange darüber hätten labern können, aber wir wollten das doch ein bisschen verknappen. Und deswegen kehrt jetzt schon wieder das 30 Sekünder Maschinengewehr. Ja, wie war das? I've got 30 seconds to paradise. La 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 la. Ja, ich so schlimm ein bisschen so schlimm, das heißt, wir packen all die Hefte, die wir nicht für eine lange Review als gut genug oder irgendwie interessant genug erachteten, jetzt in kurze 30 Sekunden Blöcke. Dann fangen wir an. Ich fange an. Ich glaube, ich muss zweimal Batman Incorporated nachholen, allerdings weiß ich bei der vierten Nummer nicht mehr wirklich, was passiert ist, deswegen sage ich mir zur fünften Nummer. Ja, du hast vor allem hier, du musst auf Stoppuhr, läuft. Und das ist wieder ein sehr interessanter Sprung. Da müsste man jetzt, muss man Grant Morrisons Run ein bisschen für kennen. In der Batman Nummer 666 gab es einen Sprung in die Zukunft, wo gezeigt wurde, wie Damien, der Sohn von Batman, in Zukunft Batman ist. Und zwar ziemlich blöde Zukunft, ziemlich rabiater Batman. Da geht das hier wieder hin. Und sehr crazy, wie bei Grant Morrison immer, aber starke Zeichnung von Chris Burnham, gute Zukunftsutopie, gutes Heft. Gut. Los. Also, ich stelle hier so einen One-Shot hier vor von Dark Horse, Doc Mendoza and Pizza Boy. Der ist ja schon 5 Punkte wert. Ist super. Ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht eine reguläre Storyline dazu gibt. Zeichen von das von Juan Javier und die Story ist bei Felipe Melo. Sehr gute, kurze Geschichte über eine Art Deliktei, bei der sich der Chef in Werwolf verwandelt und sein Hintergrund irgendwie in der Nazi-Zeit wird irgendwie erklärt. Sehr vergnüglich, sehr interessant, super Geheimtipp. Vielleicht gibt es auch eine reguläre Serie dazu. Gut. Annemann und Aquamala. So, nächstes Heft war die beim letzten Mal von mir so hochgelobte Legends of the Dark Knight Serie, die in Heftform die digital First-Veröffentlichung von DC sammelt. Diesmal sind es aber nicht mehrere Kurzgeschichten, beim letzten Mal waren es 3 Kurzgeschichten, sondern eine längere Geschichte von Ben Templesmith. Und es ist aber eigentlich eher eine klassische Joker-Story, die ich nicht so gut fand. Man muss sehr Fan von Ben Templesmith sein. Der hat zum Beispiel auch Fan mit Warren Ellison gezeichnet oder 30 Days of Night. Das ist eine ziemliche Sache, wenn man Fan vom Zeichner ist. Sehr gutes Heft, rein für die Story eher nicht zu empfehlen. Ich mache bei Dark Horse weiter, die haben gerade mal einen Lauf. Also 47 Ronin von Stanza Kay unter anderem. Als Zeichner. Als Zeichner auf jeden Fall. Der Mann, der Usagi Jim geschrieben hat, ist eine fünfteilige Serie. Geht halt um einen Samurai, der quasi von seinem Herrn berufen wird. Gewohnt starke Zeichnung von Stanza Kay. Eine Serie, bei der man unbedingt zuschlagen sollte. 3,99, 5 Hefte. Erstes Heft ist schon gut, ist sehr schnell geschlossen. Zu empfehlen. Perfekt. So, weiter. Kommen wir, ich muss, wie gesagt, sind viel nachzuholen, beim nächsten Mal sind wir dann wieder mehr up to date. The Massive, Nummer 5 und 6 und ich bin sehr, sehr angetan von der Serie. Es geht um diese Sea Shepherd Greenpeace-mäßige Organisation. Das ist der zweite Story Arc und der heißt Black Pacific und der stellt halt quasi jeweils... Also es beendet mit 3 von 3 und er stellt halt jeweils einzelne Charaktere vor. Beim letzten Mal war es ja Cal und Israel. Hier wird es einmal die Frau vorgestellt und einmal der andere Typ. Ich habe gerade die Namen ganz ehrlich vergessen. Super, ich hoffe, das nächste Mal geht es dann mit einer etwas größeren Handlung weiter, aber sehr, sehr zu empfehlen. Hier, meine letzte 30-sekündige Vorstellung ist hier der Trade zu Catwoman, der erste Trade, in dem auch bei Panini schon erschienen, ist bei mir inspiriert, aber da ich mir keine deutschen Ausgaben hole, habe ich es dann bleiben lassen. Die Zeichnungen sind stark, funktionieren aber eher so als Pin-Up und ich finde die Storys sehr stereotyp, Superhelden, Spandex, keine intelligente Story, zumindest diese ersten Trade. Ich hoffe, der zweite wird besser, den ich mir auch jetzt schon vorgestellt habe. Ich muss sagen, mal kurze zweite Meinung dazu, war solide Giermarsch-Zeichnung,
fand ich stark. Der hat teilweise interessante Perspektiven. Ja, aber bei die Serie setzt ein bisschen zu sehr, sehr auf sexy Catwoman. Das ist das. Und hatte ja den großen Aufhänger, in den ersten zwei Heften haben Batman und Catwoman Sex. Und das war so, ja, so ein billiger Publicity-Stunt. Wäre mir als Nicht-Batman-Fan immer so gar nicht so aufgefallen. Ich fand es einfach sehr stark, weil es einfach so eine 90er-Jahre-Serie ist. Aber die Zeichnungen hatten schon starke Momente. Die Zeichnungen sind unbestimmt gute Blickwinkel. Aber ist aber eine 90er-Jahre, ist eine Altbacken. Zu sehr auf sexy. Kommen wir zum letzten Heft, für das ich nur 30 Sekunden habe, und ich muss sagen, ich bin wieder auf den gleichen alten Trick reingefallen. Es ist Aquaman Nummer 14 und es ist angeblich das Prelude zu Throne of Atlantis, das ist das kommende Crossover mit der Justice League. Ist aber nicht, oder? Ja, also es wird halt in irgendeinem Satz wird das Ganze so ein bisschen eingeleitet, oh, das ist aber eigentlich überhaupt nicht nötig. Die Zeichnungen sind auch dadurch, dass das nur ein Übergangszeichner ist, da gerade der eigentliche Aquaman-Zeichner eben zur Justice League wechselt, ist es ein Fill-In-Zeichner und noch nicht der neue Zeichner von Aquaman. Spart es euch, steigt einfach wirklich mit dem ersten Teil des Crossovers ein. So, kommen wir zu meiner letzten Review, und zwar... ich habe auch hier wieder, wie beim letzten Mal schon. Ich Gott das bewahre, dass es deine letzte Review ist, mein Sohn. Gott bewahre. Ja, um Götter geht's aber auch. Ja, das ist mal ein ziemlich billiger Versuch. Ja, nein. Aber wie schon beim letzten Mal, habe ich mir wieder mal das Beste zum Schluss aufgehoben. Und wir reden hier von Thor, God of Thunder, Nummer 1 und bereits 2. Da komme ich aber später zu. Ich muss einmal gleich noch so einen kleinen Rant zu Marvel auf den Sack. Die neue Serie, die neue Thor-Serie, geschrieben von Jason Aaron, vielleicht bekannt von Wolverine and the X-Men oder Sculpt oder eben auch noch der anderen Wolverine-Serie oder was hat er noch geschrieben zuletzt? Hulk, die Hulk-Serie, die gerade auch bei Panini läuft, wird auch von ihm geschrieben, und wow, das war richtig gut. Mhm. Auf zwei Ebenen. Erstmal zur Handlung, die ist schon gut. Es geht quasi im Spiel, das hört sich jetzt eher kompliziert an, ist es aber gar nicht, in drei Zeitebenen. Ja. Es gibt einmal den jungen Thor, bevor er quasi Mjolnir den Götterhammer gekriegt hat und Gott war. Dann den aktuellen Thor, also der quasi in unserer aktuellen Marvel-Zeitline spielt. Und einmal in so einer, in der fernen Zukunft, wo es einen ziemlich badass Thor gibt, der eine Augenklappe hat und einen Arm verloren und den durch so einen Destroyer-Arm ersetzt hat. Hat der Bart? Ja, guck mal, er ist auch direkt auf dem Cover drauf. Hier, ne? Wenn man das Cover so zusammenhält, ergibt das einem so ein Bild. Da sieht er auch aus wie Odin. Ja, er sieht halt aus wie Odin, aber naja, ist ja der Sohn. Super, also es geht halt quasi darum, um so einen Göttermörder, einen Godslayer, der halt irgendwie Götter da niedermetzelt, und es wird eben in diesen drei Zeitepochen erzählt. In der Vergangenheit ist es halt eben Thors erster Kontakt mit dem, der erste Kampf mit dem, wie er das erste Mal auf dieses mystische Wesen gestoßen ist und mit dem die ersten Kampf hat. Unglaublich starke Kampfszene mit so in der Luft mit einem fliegenden Pferd, wirf ruhig mal Blicke rein, mit einem fliegenden Pferd. Also es ist nicht so kompliziert, es ist jetzt nicht so eine Zeitreisenummer, dass man sich die ganze Zeit fragt, wie ist der jetzt da hingekommen. Also es wird einfach auf drei Ebenen erzählt, extrem gut. Man kann den Thor zum Glück eben aufgrund der Optik auch immer auseinanderhalten. In der Gegenwart stößt Thor eben auf viele ermordete Götter und erinnert sich wieder daran, dass das eben sein Gegner ist, dem er schon mal begegnet ist. Und in der Zukunft ist es halt... in der Zukunft ist es halt so, dass Thor gegen die kämpft. Wir müssen mal hinkommen, ich glaube, das ist keiner da, der dumm kommt. Okay. Soll ich ein Wort, ein Special Feature von mir, soll ich das machen? Ja, du kannst dir freuen. Du kannst den Kameramann geben. Dome, das ist perfekt. Nein. Doch. Nein, wir enden. Nein. Doch, wir brauchen ein bisschen Movement. Ich glaube, damit eben im Internet hast du eine Million bekommen. Ja, aber wenn der Zini jetzt schon wieder anfängt, so zu Kamerafahrten einzuschalten. Nein, der Tome macht jetzt den Kameramann. Nein, Tome, doch, klar. Was soll denn, wollte mich nicht zu sehen, komm rein. Nein, oh. Wieso mache ich denn den, warum? Du steht machst doch den Kameramann. Du bist Dan the Kameramann. Ich bin, aber... Wie du magst. So wie er mag, ja. Und wenn er gar nicht mag? Der mag der Tome. Also, mach mal deine Tore. Peinlich berührt. Ach Quatsch, du bist peinlich berührt. Ja, bin ich auch. Ach ja, bestimmt. Macht ja auch. Was hatte ich denn gesagt? Ja, zu Tor. Zu Tor. Du wolltest, machst du deine Zeichnung mit dem fliegenden Pferd? Zeichnung mit dem fliegenden Pferd, genau. Ja, also zur Handlung war es eigentlich. Zu dem Zukunft zu kriegt man eigentlich noch nicht so viel gesagt. Außer, dass, ja genau, der kloppt sich irgendwo im Thronsaal. Zu den Zeichnungen aber extrem stark. Der Zeichner, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Esat Ribici, das ist bestimmt so ein... Kommt eher so aus der östlichen... Ribic. Esat Ribic. unglaublich stark.
sehr malerischer Stil, erinnert hier ein bisschen an, wie heißt er, der Verstorbene, Frank Fazetta. Hm. Frank Fazetta, bisschen schon, jetzt zu. Sehr fantasymäßiger Look, könnte gut auch Metal-CD-Cover sein. Ja, das stimmt, hier, besonders das fliegende Pferd, ja, der Pegasus. Finde ich super. Macht Spaß, ist die beste Serie. Aber jetzt zum schlimmen Teil. Okay. Mario geht mir tierisch auf den Sack. Erstens kosten die Hefte alle 3,99. Was, das ist was meine damit, Welt der was Comics. Sie damit rechtfertigen, dass es dieses Augmented Reality Feature hat, wo du so mit der iPhone-Kamera drauffilmen kannst und dann kriegst du so eine Art Back. Ich habe kein iPhone. So eine Art, ja, oder mit so einer Art, ne, so einem Ding, Smartphone-mäßig. Dann kriegst du so eine Art, wie so eine Making-of, so Hintergrundinfos oder Flashbacks. Backflash. Und es gibt immer eine digitale Kopie, das heißt, ich könnte das online einlösen. Das ist so wie dazu, wenn du eine Blu-ray kaufst und eine DVD dazu kriegst. Dazu, ne? Fangen die dann halt an, den ganzen Kram immer also zweimal im Monat zu verschicken, was einfach das Budget unendlich in die Höhe treibt. Bei Thor war es jetzt anscheinend nur eine Ausnahme im ersten Monat, aber nee, das riecht, also natürlich ist alles Geldmache, aber das riecht mir zu sehr nach Geldmache. Okay. Aber trotzdem, 4 von 5. 4 von 5. So, letzte Review für heute. Der Spider-Man, tatsächlich mal eine deutsche Serie. Die Nummern 104 und 105. Ich muss sagen, ich bin drauf gestoßen. Der Malte hat es in der Hand. Ich brauche das mal kurz als Unterstützung. Und zwar habe ich mal im Bahnhofsbuchhandel spontan da mal durchgeblättert und dachte mir, wow, sind das mal coole Zeichnungen oder was? Das ist einfach, klar ist das Geschmackssache im Endeffekt. Ich bin ja auch eher so einer, der die Zeichner halt nicht nennt. Aber ja, weil du den Namen hier aussprechen kannst, nennst du den nicht. Ja, warte mal, wo steht das? Giamoncoli heißt, der steht auf dem Cover. Giamoncoli, wie auch immer, der gibt tatsächlich auf den letzten Seiten mit Giuseppe Camuncoli, wie auch immer das ausgesprochen wird, den Namen habe ich jetzt wahrscheinlich vergewaltigt, wie auch immer, gibt ein Interview, wie er zu Comics gekommen ist, wie er aufgewachsen ist, wie er in Comics in Berührung geraten ist. Und das fand ich ein sehr schönes Interview, der halt also in der Kindheit, also diese italienischen Pulp-Comics wie Text etc. Dylan Dog gelesen hat. Und das merkt man, finde ich, den Zeichnungen an, da sie bestehen können, auch ohne großartige Kolorierung oder Computereffekte. Das fand ich gerade bei der Interpretation des Spider-Mans der Fall. Also mein Geschmack hat es voll getroffen und deswegen habe ich die auch direkt dazu geschlagen. Und die Story ist auch eine sehr gute, geht um den Geier, der so quasi einen Kult um sich versammelt. Wobei, das fand ich schon ein bisschen komisch, der Geier hat halt quasi so einen Nachtclub, so einen ganz hippen, und da hängen so Gothic-Typen ab. Ja, und so die Kult von den Kräfte. Und da frage ich mich, was so ein alter Sack wie der Geier, der nichts mehr auf die Reihe kriegt. Der war immer alt. Ja, und der hat so einen hippen Nachtclub. Oder warum nicht? Vielleicht habe ich auch immer meinen hippen Nachtclub. Glaube ich nicht. Pff, Arsch. So, auf jeden Fall ein sehr gutes Heft, das mich also auch dazu bewegt hat, gleich die nachfolgende Nummer zu kaufen. Also, wobei ich nicht wirklich miteinander zu tun habe. Das ist vollkommen wahr. Völlig anderer Zeichner. Und ich stand bei Malte und habe mir gedacht, Malte, Mann, ich habe den noch mal gekauft, ich habe ja keine Ahnung, wie die Zeichner heißen, aber hier, der ist hier bei Crimson, der Zeichner, so ähnlich ist das hier. Und der Malte hat einfach nur ganz kurz trocken, das ist der Zeichner von Crimson. Ich meine, oder nicht, dass das hinter der Bachelor war bei Crimson. Das kann ich nicht sagen, das ist gerade ein bisschen fitter. Auf jeden Fall ein ganz anderer Zeichner. Aber das erste Heft war stärker, wo die Sinister Six sich mit der Intelligenz hier Aber ich fand das richtig gut. Der Doc Ock sah gut. Ja, diese Zukunftszimmer fand ich schon. Die fand ich schwach. Da kommt man auch das erste Mal mit Spider-Man in Berührung in diesem Heft überhaupt. Ja, das erste war davor, Runde, ne? Davor eben Intelligenz ja gegen hier die anderen Sinister Schuppen, gegen die Sinister Six, die ist ja auch wohl cool. Sinister und Sechs. Sehr gut gemacht, sehr humorig vor allem, mit sehr vielen Rückanspielungen, die auch jemand versteht, wie ich, der nicht regelmäßig Spider-Man eben liest. Versteht, wie du und doof ist. Ja, oder so. Also die 104 und 105 auch als Einzelausgaben an Comic Sans. Seit wir die Echse gemacht haben. Ja, das stimmt. Also noch vor der 100 war das. Ich glaube, die wir besprochen haben. Die 100 habe ich ja schon nie mehr gelesen. Die fand ich auch schrecklich. Spider-Island war auch doof. Also dieses Heft für die erste Story würde ich eine 4 geben. Für die zweite eine 3, also machen wir eine schlechte 4 draus, oder was sagst du? Ja, okay. Machen wir eine schlechte 4 draus, also 4 Tendenz zu 3. Also gerade für mich, Spider-Man, die deutschen Ausgaben, sehr guten Lauf, nur zu empfehlen. Ja, das war's für heute. Wir hoffen, wir sehen uns vielleicht in dem Jahr nochmal im Reichtum. Nein, schaffen wir das. Schaffen wir nicht? Nein. Plötzlich? Nein. Gut, dann wünschen wir euch auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest. Guten Übergang. Happy Hanukkah. Aber wir sehen uns früh im neuen Jahr, oder? Ja, das schaffen wir. Früh im neuen Jahr. Bis denn.
Kamaki Dog. Boah. Und ja, Leute, Andi, hast du sehr gut gemacht. Hat ich, du hattest Rekord gedrückt, ne? Ich hoffe. No one left.